Also ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Lecture-Performance. Warum ich das tue, hat den Grund, dass das eigentlich nicht eigentlich, sondern dass es eine Veranstaltung des Collegium Helveticum ist, eben initiiert durch unseren Fellow Hannes Rickli. Normalerweise laden wir gerne alle zu unseren Veranstaltungen in unseren wunderbaren Semperbau in die Sternwarte ein. Aber weil seit dieser sogenannten Fellow-Periode die ZHDK einer unserer Partner ist und wir eben auch einen Künstler-Fellow haben, ist es ganz klar, dass wir sozusagen unsere Wohlfühloase verlassen und gerne auch eben sozusagen in die Räume, die hier von Milch zur Kunst umgebaut wurden, kommen, um hier auch eben Veranstaltungen zu machen. Wir sind ganz konkret das dritte Mal, nicht hier im Toni, aber das dritte Mal haben wir sozusagen auf Hannes Pfaden das Kollegium verlassen, haben uns einmal in seinem Atelier sozusagen, haben ihn und seine Projektzusammenhänge kennengelernt und waren dann auch hier am IFKA, dem wir auch herzlich dafür danken, dass es den heutigen Abend mit ermöglicht hat. Wir waren hier, haben hier den Zusammenhang kennengelernt und waren uns einfach einig, dass eine Lecture-Performance vielleicht auch unserer ehrwürdigen Sternwarte gut anstehen würde, aber dass es ja vielleicht auch gut ist, dass nicht nur unsere Standardklientel da kommt, sondern dass wenn wir hierher kommen und es ist aufgegangen, dass wir da eine schöne Mischung aus unterschiedlichen Publika finden. Von dem her freuen wir uns sehr, sind sehr gespannt auf das, was kommen mag, und Hannes wird jetzt genauer in den Abend, in den Referenten einführen. Vielen Dank. Also, auch ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu diesem Abend. Denkspielzeuge für eine Schule der Digitalität, eine künstlerisch-wissenschaftliche Lecture-Performance von Shintaro Miyazaki. Shintaro lernte ich durch Valentina Vuksic, Künstlerin und Doktorandin in meinem Forschungsprojekt Computersignale, Kunst und Biologie im Zeitalter ihres digitalen Experimentierens, als Autor von medienwissenschaftlichen Büchern und Artikeln kennen. Sowohl er wie auch wir untersuchen Medien und ihre Infrastrukturen hinsichtlich ihrer materiellen, stofflichen Beschaffenheit. Die alle Lebensbereiche umfassende Digitalisierung erweckt im User digitaler Geräte den Eindruck, seine Mittel und Dinge, die er damit bearbeitet, seien entstofflicht, immateriell und virtuell. Das Gegenteil jedoch ist der Fall. Je kabelloser wir mit anderen Geräten kommunizieren, desto massiver sind die Infrastrukturen, die diesen Betrieb erst ermöglichen. Viele Tonnen Satelliten zirkulieren im Orbit, Hunderttausende Kilometer Seekabel werden jährlich neu verlegt. Dataclouds aus Stahl und Beton werden unter anderem im schweizerischen Mittelland gebaut und mit Sicherheitspersonal ausgerüstet. Die Rechenzentren konsumieren einen nicht unerheblichen Anteil elektrischer Energie, die oft noch mit fossilen und daher endlichen Brennstoffen erzeugt wird. Shintaro Miyazaki geht in seiner theoretischen Arbeit den physikalischen Spuren nach, die Medien hinterlassen, wenn sie arbeiten. Eine Medienarchäologie in seiner Dissertation, die 2013 unter dem Titel Algorithmisiert, eine Medienarchäologie digitaler Signale und unerhörter Zeiteffekte, verbindet er den technomathematischen Begriff Algorithmus, mit einem I und einem TH geschrieben, mit dem musikalisch-sonischen Begriff Rhythmus, mit 2TH und Y geschrieben. Algorithmen sind messbare, physikalisch reale Zeiteffekte in algorithmisch und somit symbolisch programmierten Technologien. Als Beispiele: Prozessoren in Rechnern senden für unsere Sinnesorgane nicht wahrnehmbare Signale im zeitlichen Mikrobereich aus, während sie einen Programmschritt oder eine Routine abarbeiten. Oder die Stromversorgung schwankt im Betrieb und die minimalen Schwankungen ihrer elektromagnetischen Felder können gemessen und somit hörbar gemacht werden. Solche und viele weitere Spuren digitaler Prozesse werden Seitenkanäle genannt. Ihre Effekte finden im Verborgenen statt, sie sind doch immer real. Um die Arbeit digitaler Technologien zu verstehen,
sollten wir diesen Seitenkanälen zuhören. Dies der Vorschlag von Shintaro. Shintaro Miyazaki studierte Medien sowie Musikwissenschaften und Philosophie an der Universität Basel und promovierte 2013 mit der erwähnten Dissertation an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er lehrte und lehrt unter anderem an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, der Hochschule für Kunst und Design Basel und an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zurzeit arbeitet er als Senior Researcher am Institute of Experimental Design and Media Cultures an der Hochschule für Kunst und Design Basel. Sein gegenwärtiges Projekt, das er zusammen mit der Künstlerin Susanne Hertrich durchführt, trägt den Titel «The Sensorium of Animals». Electroreception in Experimental and Historical Media and Design Research. Als Live-Performer tritt er in Veranstaltungen im Kunstkontext auf, zuletzt etwa an der Transmediale 2016 in Berlin. Heute haben wir ihn hier als Künstler, in seiner Doppelrolle als Künstler und Medienwissenschaftler, und ich freue mich sehr, ihm und seinen Signalen nun zuzuhören, um herauszufinden, wie er sich die Denkspielzeuge für eine Schule der Digitalität vorstellt. Viel Vergnügen. Ja, vielen Dank, Hannes, für die Einführung. Du hast ja fast alles schon erzählt. Auch so die Pointen, die ich hatte, aber... Also stellen wir uns vor, es ist jetzt ein Informationsabend für eine fiktive Schule der Digitalität. Und ich bin nicht ein Forscher, sondern ich bin sozusagen der Initiator dieser Schule. Und sie ist erst in den Anfängen und die konkrete Ausgestaltung ist überhaupt eigentlich noch nicht festgelegt. Und so verstanden lege ich hier eigentlich rein vorläufige Ideen vor. Und es sind natürlich auch sehr, es geht vor allem um ein Propedeutikum. Das heißt, es sind sehr basale Ideen. Vermutlich haben Sie sich spätestens jetzt die Frage gestellt, was ich denn wohl eigentlich mit Digitalität meine. Mit Digitalität meine ich den Zustand und die Bedingungen, unter denen wir in einer digitalisierten Kultur und Gesellschaft handeln, existieren und gestalten. Felix Stalder, den ich glaube ich auch hier gesehen habe, das mich auch sehr freut, ist ja hier auch gut bekannt, definiert Digitalität als Dreiklang von Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität. Referenzialität meint hier das Auswählen und Zusammenführen digitaler Daten, also Bilder, Töne, Texte, als ubiquitärer, basaler Akt der Bedeutungsproduktion. Gemeinschaftlichkeit meint dann die kollektive Gestaltung dieser Bedeutungswelten durch Netzwerke und die Neuverhandlung von Zeit und Raum und ihren Rhythmen, was ich sehr interessant fand, durch die permanente Gegenwart, die die Digitalität erzeugt. Algorithmizität schließlich weist auf die Tatsache hin, dass wir angesichts von Menschen und maschinengenerierten riesigen Datenmengen ohne Algorithmen blind wären. Stalder zeichnet insgesamt ein stark kritisches, eher negatives Bild der aktuellen Lage. Er analysiert und historisiert jedoch nicht nur, sondern zeigt uns auch eben Chancen und Wegen der Befreiung aus der technologischen Alternativlosigkeit, wie sie etwa durch verschiedene Praktiken des Commonings möglich erscheinen. Also das gemeinsame Leben und der gemeinsamen Konstruktion von Gemeinschaftlichkeit. Hier genau wird die Schule der Digitalität anknüpfen und versuchen, diese Chancen aus der konkreten Materialität der Digitalität heraus zu erden. Oh, das ist kein Signal mehr. Ja, das Digitale. Wie zeigt sich das Digitale? Wie können wir es sehen, hören und spüren, ja schließlich begreifen? Solche und ähnliche Fragen stehen im Zentrum des Propedeutikums, des Basiswissens der genannten Schule. Es geht also um die Vermittlung der Grundlagen der Digitalität aus einer gestalterischen Sicht, also um ein ganz
altmodischen, das ist auch noch was zur Digitalität, aus ganz altmodischen Vorkurs, ganz im Sinne der Bauhauslehrer Johannes Itten, Gertrud Grunow, Josef Alberts und andere. Ersterer wurde ja auch später Direktor der Zürcher Kunstgewerbeschule. Dazwischen kommt das noch. Ungefähr 100 Jahre also nach der Gründung des Bauhauses soll die Schule der Digitalität die Empfindungs- und Erlebnisfähigkeit und später Handlungsfähigkeit jedes einzelnen Schülers in Bezug auf digitale Technologien und ihren Transformationsprozessen, die sie zeitigen, fördern. Dies geschieht durch aktualisierte Visionen der Fröbel'schen Grundkörper, Kugel, Zylinder und Würfel, den sogenannten Spielgaben. Die Gaben auf Lateinisch Data, also Daten im wortwörtlichen Sinne, diese Daten und Gaben oder wie ich auch sagen möchte, die Denkwerkzeuge, Denkspielzeuge der Schule der Digitalität sind erstens die Elektrode, zweitens der Lautsprecher, schließlich der Verstärker. Also ganz einfache Dinge, wie gesagt, Spielgaben. Hier sieht man Lautsprecher, das ist ein Verstärker, Elektrode, Stück Kabel. Aufbauend auf diesen Daten werden dann Konzepte wie das Feedback oder der Algorithmus entwickelt. Was kann ich bewirken? Wie kann ich meine eigene Umgebung beeinflussen und gestalten? Wo sind die Grenzen meines Handlungsraumes? Wie kann ich sie verändern? Das sind alles Fragen, die jedes Kind irgendwann einmal implizit verfolgt, die jedoch so grundsätzlich sind, natürlich, das wissen wir alle, dass sie gleichzeitig auch zu den Grundfragen der Kunst und Gestaltung gehören. In der Schule der Digitalität werden sie in Bezug auf das Digitale gestellt. Erst hinsichtlich der gestalterisch-ästhetischen Grundlagen und darauf aufbauend auf ihre vielfältigen Verschränkungen mit gesellschaftlichen und politischen Aspekten, ganz im Sinne von Digital Societies, aber sozusagen utopisch, bottom-up, von unten her. Es geht hier also nicht nur um analytisches Wissen, sondern eben auch um gestalterisch-synthetisches Wissen. Was kann ich nun mit dem Denkspielzeugen, Elektrode, Lautsprecher, Verstärker tun? Das große Problem ist ja, dass digitale Prozesse und Infrastrukturen meistens unsichtbar, ja sogar eben unwahrnehmbar sind. Und das hat eben mit der Trivialität zu tun, dass elektronische Signale an sich ebenso elektronische Signale eben auch unwahrnehmbar sind. Der einfachste Weg, elektronische und elektromagnetische Signale hörbar zu machen, ist, alle Spielgaben zu kombinieren und mit dem Ohr in die Welt der elektroakustischen Signale zu lauschen. Das möchte ich nun vorführen. Dazu habe ich eben hier das Prinzip, was hier zu sehen ist, in unser Soundsystem übertragen. Hier ist wieder ein Stück Kabel. Das ist also ein Stück Elektrode. Und wenn ich jetzt das Ganze laut verstärke, hört man so ein bisschen was. Im Mischpult wird das Signal sozusagen vorverstärkt und gelangt dann über weitere Verstärker zu den Lautsprechern hier. Wie zu hören ist, ist irgendwie das Hörergebnis nicht so interessant, eher monoton. Wenn wir nun diese Elektrode, das heißt eben das Kabel mit einer Spule austauschen, wird es interessanter. Das ist so eine Spule. Eine Spule ist ein Energieumwandler, ein sogenannter Transducer und besteht eben aus, wie hier gut sichtbar ist, aus vielen Drahtwindungen. Und es ist eigentlich im Grunde genommen eine ganz lange, um einen magnetischen Kern gespulte Elektrode. Also diese Spule wandelt elektromagnetische Signale, also es ist nicht akustisch, sondern eben elektromagnetisch, beispielsweise im Radiowellen in elektrische Spannungsverläufe um, die ihn dann im Mischpult verstärkt und dann durch die Lautsprecher gelangen. Und wir hören sie. So.
Also die Spule macht eigentlich die elektromagnetische Ausstrahlung des schwachstromgetriebenen Sekundenanzeigermotors hörbar. Gut. Nehmen wir jetzt nun ein digitales Gerät. Ja. Jetzt erstmal ausschalten. Der gerade zu hören war, ist eben, wie schon erklärt wurde, ein Effekt zahlreicher Operationen, vor allem der CPU und der Grafikkarten im Smartphone, die eben softwarebasiert, also digital programmiert sind, jedoch eben auch physikalische Effekte haben, realphysikalische. Diese Signale in den mikrokleinen integrierten Schallkreisen sind Schwingungen und die eben als Nebeneffekt auch minimal elektromagnetisch ausstrahlen. Diese ausstrahlenden Schwingungen, die an sich unhörbar sind, werden durch die Kombination von Spule, Verstärker und Lautsprecher hörbar. Wir hören also dem Smartphone eigentlich beim Arbeiten zu. Wir hören dabei nicht nur direkt die Prozesse, aber ihre makrostrukturellen Rhythmen, die sie erzeugen. Sie werden als Töne und Geräusche hörbar. Vor 60 bis 70 Jahren in der Frühzeit des Computers waren diese Schwingungen noch langsamer und so verstanden besser hörbar. Und in der Tat gab es Ingenieure und Programmierer, die ganz ähnliche Kombinationen wie diese Spielgabe hier benutzten, um eben auch den Computer beim Arbeiten zuzuhören. Zum Beispiel eben dieser schöne Computer hier. Und das klang dann so. Alles verschiedene Rechenaufgaben. Das eine war eine Linearoptimierung von Blechflächen, die andere eine Fourier-Analyse von verschiedenen Elementarteilchen in der Quantenphysik.
Das heißt Potenzialberechnung. Schachbrettaufgabe jetzt. Zuletzt, das habe ich ein bisschen genauer angeschaut als Forscher, ist eine Primzahlenberechnung. Hier konnten die Datenarbeiter, Programmierer und Ingenieure eigentlich nicht nur wie heute eben beim Smartphone den groben Rhythmen des Chips zuhören, sondern eben sehr genau, ja sogar den Algorithmen, das heißt den Abfolgen der Computerinstruktionen direkt zuhören. So ist es eben auch sinnvoll, von Algorithmen eben statt von Algorithmen zu sprechen. Diese Unterscheidung, die durch dieses neue Wort ermöglicht wird, zeigt alternative Aspekte der Digitalität. Datenströme werden oft als Strom von Zahlen oder Buchstaben, zum Beispiel als sogenannte Print-Nachrichten, visualisiert. Ein Überbleibsel aus der Zeit, als Daten nicht nur gehört, sondern eben vor allem ausgedruckt wurden. Der hörend überwachende Zugang zu den Computerprozessen, also das algorithmische, falsch geschrieben, Abhören des Computers, ermöglicht nahezu unmittelbare Rückmeldungen, die eine höhere zeitliche Auflösung und Genauigkeit haben als etwa flackernde Leuchtanzeigen, Oszilloskope oder Bildschirme. Unsere Augen können ja bekanntlich nicht mehr als 15 bis 25 Bilder pro Sekunde unterscheiden, das Ohr hingegen beginnt erst bei 20 bis 30 Veränderungen pro Sekunde sehr tiefe Töne zu hören. Ein hörender Zugriff auf die Materialität des Digitalen, zu einer der Hauptthesen im Propedeutikum der Schule, provoziert eine Sensibilität, die prägend wirkt und so die sonische Fantasie anregt und damit hoffentlich weitere Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Wenn wir nun die Spule mit einem integrierten Chip austauschen, dann können wir damit auch hochfrequente Signale hören. Der Chip transformiert die empfangenen elektromagnetischen Wellen, das heißt ihre Energie, in eine Spannung, die sich direkt proportional zum Logarithmus des Eingangssignals verhält, sodass das Ausgangssignal so etwas wie die Dezibels, also die Stärke des Signals, anzeigt. Da sich die Energiewerte ganz schnell verändern, lassen sich diese wieder verstärken und als elektroakustischer Sound, Klangverlauf abhören.
Das ist eine Bluetooth-Übertragung. Wi-Fi an. Wie zu hören war, eine Vielfalt verschiedener Kommunikationssignale, so ähnlich wie etwa wie im Insektenreich, nur technischer und protokollbasiert. Das heißt, ihre Rhythmen sind eben fest vorgeschrieben. Jede der genannten Technologien, ich habe versucht, ein bisschen Bluetooth zu zeigen, ein bisschen Wi-Fi hat man gehört, und dann eben auch Mobilfunk, hat also eben einen distinktiven Sound. Algorithmik auch hier im ganz wortwörtlich verstanden. Wissenstheoretisch lässt sich dieses algorithmische Abhören zusammen mit dem Wissenschaftstheoretiker Andrew Pickering als Einstimmung, als Tuning in die Materialität der Digitalität konzeptualisieren. Pickering benutzte das Konzept in den frühen 1990er Jahren für die Beschreibung von Erkenntnisprozessen in den Naturwissenschaften, wo Apparaturen, Experimentalsysteme und Wissen stets aufeinander Bezug nehmen. Nichtmenschliche und menschliche Agenturen interagieren miteinander ganz ähnlich wie beim hier bekannteren Zusammenspiel zwischen technischen und epistemischen Dingen bei Hans-Jörg Reinberg. Ich komme nun zur vorläufig letzten Konfiguration der Spielgaben. Ich stecke nun anstatt dem Kabel ein Mikrofon an und schauen wir, was passiert. Oder hören wir, was passiert, wenn ich die Batterien anschalte.
ein einfacher Feedback. Eine ganz andere Feedbackmaschine ist das hier. Hierfür haben wir es mit einem sogenannten negativen Feedback zu tun, der stabilisierend wirkt. Das Fiepen aus dem kleinen Lautsprecher hier ist dann eben ein positiver Feedback. Der Feedback ist nicht nur ein akustischer Unfall oder im Fall der ultimativen Maschine, wie das heißt, ein kleiner Witz, sondern ist eben ein Grundprinzip aller kybernetischen Systeme und damit eben auch der meisten adaptiven digitalen Umwelten. Feedback ist eben auch ein Grundprinzip technischer Unfälle, Finanzmarktcrashes, Glitches und anderen negativen Effekten digitaler Netzwerke und Systeme. Das bekannteste Beispiel für ein einfaches Feedback-System ist die Heizung, das kennen wir alle, mit einem Thermostat, der die Raumtemperatur misst und dann entsprechend, eben, wenn es zu heiß ist, die Heizung ausschaltet. Bei Anwesenheit einer Bewohnerin, eines Bewohners, bilden auch Heizungen ohne Thermostat ein Feedback-System. Sie oder er wird ebenso die Heizung ausschalten, sobald es zu heiß wird. Feedback-Systeme bestehen so verstanden aus Operatoren oder Operateuren, die Ausgänge mit Eingängen oder Handlungen mit Wahrnehmungen verbinden. Und eben mit dieser Aussage habe ich eigentlich Menschen, Tiere und andere Organismen mit technischen Systemen gleichgesetzt. Dies ist bekanntlich das, was Kybernetiker wie Norbert Wiener ausgelöst, beschleunigt und allzeit zu Recht beklagten Kybernetisierung, also die Ökonomisierung und Technologisierung des Menschen durch Feedbacksysteme führte und nach dem französischen Autorenkollektiv Dicquin als kybernetische Hypothese bezeichnet wird. Nach ihr wird der Mensch nicht mehr als rationales, vernünftiges Wesen konzipiert, wie es eben die liberale Hypothese tut, sondern als komplexer Feedbackmechanismus, der durch diverse Reizreaktionsschemata geprägt, deshalb auch steuerbar ist. Der akustische Feedback, der durch die gezeigte Konfiguration der Spielgaben erzeugt wird, demonstriert, wie schnell und leicht solch ein Feedback-Mechanismus schiefgehen kann. Die Echokammer der Fake News und andere Nachrichten bildet zum Beispiel eben ein gedämpftes positives Feedback-System. Anomalien in Finanzmärkten, zumindest war das eben in den frühen 2010er Jahren der Fall, basierten oft auf unglücklichen Kombinationen verschiedener Finanzhandelsalgorithmen, die zusammen positive Feedback-Kreisläufe bildeten und damit die Preise entweder ins Unermessliche erhöhten oder umgekehrt vertieften. In der Frühphase des Internets gab es sogenannte Lock-ups, also Prozesse, die sich immer wieder wiederholten und so ein unendliches Hin und Her erzeugten. Eben durch nicht indentiert einprogrammiertes Feedback und die waren eigentlich ganz gang und gäbe. Rekursionen, das sind Konfigurationen, wo sich eine Regel auf sich selbst bezieht, sind ebenso Feedback-Prozesse. Ineinander verschachtelt programmierte Funktionen und Abläufe sind in der Welt des Digitalen ubiquitär. Feedback ist auch für die aktuell stark diskutierten rückgekoppelt neuronalen Netzwerken. Hier sieht man ein paar Beispiele für neuronale Netzwerke. Und für das sogenannte Long-Short-Term-Memory sind die auch essentielles Feedback. Das wird eben auch unter dem Schlagwort Deep Learning diskutiert. Netzwerke mit künstlichen Neuronschichten, die rückgekoppelt sind, also jeweils Feedbacks an die vorhergelagerte Schicht geben, werden momentan eben im Bereich der Spracherkennung eingesetzt, wo die korrekte Vorhersage und Analyse sequenzieller, also zeitbasierter Daten, in Verbindung zum Rhythmus, wichtig sind. Soweit ich das verstehe, werden auch hier statt wie bei herkömmlichen sogenannten Feed-Forward-Neuronenschichtungen, die ohne rückführende Elemente operieren, die Daten, die die Zwischenschichten generieren, miteinander vermischt und so irgendwie entsteht oder soll eine Art von, eine Mikroform von Gedächtnis entstehen. Es lässt sich vielleicht noch einiges mehr
aus den Spielgaben herausholen, doch würde ich dies mit im Rahmen einer Informationsveranstaltung vielleicht wäre das eher unangebracht, würde den Rahmen eher sprengen, sodass ich, also ich eigentlich dazu geneigt bin, abschließend ein paar Punkte zu den Spielgaben wieder zu platzieren. Wie ich mehrmals bereits versucht habe anzudeuten, ist die Schule der Digitalität, für diese Schule Spielgaben irgendwie als Denkwerkzeuge einsetzt, die eben neues Denken und neues Wissen über die Materialität des Digitalen eröffnen sollen. Sie erlauben eben eine alternative Sensibilität in Bezug auf wichtige Aspekte digitaler Prozesse, wie ihre Zeitlichkeit, Signalgebundenheit und Rhythmizität. Nach dem marxistischen Soziologen Henri Lefebvre ist die Analyse von Rhythmen deshalb aussagekräftig, weil sie Ausdruck streng rationalisierter Zeit, erscheinen, doch eben gleichzeitig die irrationalsten Aspekte der menschlichen Gesellschaft mit ihr verbunden sind, nämlich eben das Leibliche, das Lebendige und Körperliche. Algorithmen rücken so verstanden das dreckig körperliche, organische der Digitalität in den Vordergrund. Dieser Aspekt wird sich im Zeitalter der Postdigitalität immer mehr mit der Rationalität technomathematischer Welten verzahnen. Die Macht der Soziabilität, wie es Stalder auch formuliert, wird eben durch diese Algorithmen erzeugt. Sie sind eigentlich die Bedingungen, unter denen Menschen überhaupt miteinander in Austausch treten können. Bluetooth, Wi-Fi und so weiter. In diesem Sinne ist es für ein selbstbestimmendes, gestalterisch-synthetisches Grundwissen unerlässlich, die Grundlagen dieser Algorithmizität hörend zu verstehen. Dabei darf eben auch der Aspekt der Gestaltung von Prozessen, Ästhetiken und Erfahrungen durch Programmierung und die Reflexion ihrer Vor- und Nachteile nicht zu kurz kommen. Die menschliche Tendenz, in allen wahrgenommenen Prozessen eine Ursache und Folge zu finden, auch wenn es keine gibt, kann etwa mit Hilfe von Computersimulationen oder agentenbasierter Modellierung teilweise überwunden werden. Im Curriculum der Schule der Digitalität gehören aber solche Aspekte eigentlich schon bereits nicht zur Probedeutung, sondern zu den darauf aufbauenden Modulen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Materialität der Digitalität ist natürlich das Beachten der mannigfaltigen Verbindungen von Materie und Produktion ganz im Sinne von Marx, im marxistischen Sinne. Das lässt sich eben direkt auch aus den gezeigten Spielgaben ableiten. Dieser Mini-Lautsprecher hier, wie fast alle der neueren Lautsprechern, besteht aus Neodym, ein Rohstoff, der im Moment in China verarbeitet wird, und dabei entstehen eigentlich nicht nur hocheffektive Treibhausgase wie Kohlenstoff, Tetrafluorid oder Hexafluoroethan, sondern eben auch radioaktive Abfallprodukte, die in die umgebende Flora und Fauna gelangen. Weitere Materialien, etwa eines Smartphones, stammen ebenso aus kritischen technopolitischen Kontexten, die wir oft gar nicht kennen. Spinnen wir diese Verschränkung von realer Physik, Soziomaterie und lebendiger Biologie und abstrakter Mathematik fort und mischen sie mit der kybernetischen Hypothese, die den Menschen, wie erwähnt, als ein durch Reizreaktionsschemata gesteuertes Netzwerk miteinander gekoppelter Feedback-Schaltkreise konzipiert, und versuchen das Ganze als neumodisches Getränk zu verdauen. Der evozierte Trip würde vielleicht fragen, wie, was passiert, wenn wir Digitalität aus einer animalischen oder botanischen Perspektive denken, ja vielleicht aus einer animistischen. Es gibt Fische, die elektromagnetische Wellen so spüren können. Was passiert? Was würde passieren, wenn wir ähnlich wie diese Fische werden, durch eine komische evolutionäre Entwicklung? Gibt es so etwas wie eine digitale Natur?
Oder ist die Natur nicht längst digitalisiert, wie bei uns, wie wir bei uns bei dieser Muschel? Es ist ein Schneckenhaus eines einer Textilkegelschnecke denken können. Deren Muster eigentlich, die sehen aus wie Stephen Wolframs eindimensional zellulärer Automat mit der Regel Nummer 31. Schließlich eben die letzte Frage: Ist das Digital vielleicht doch eine Form von Magie? Viele Fragen, die andeuten, dass digitale Wissenskultur nicht nur Big Data, Internet of Things, die vierte industrielle Revolution etc. sind, sondern eben auch genuin künstlerisch-gestalterische Ansätze nötig werden, die hoffentlich genauso komplexe alternative Wissensformen zeitigen können. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Shintaro, für diesen Vortrag. Ich glaube, jetzt kann man mal wirklich wortwörtlich sagen, wir haben da einiges Spannendes und Aufschlussreiches zu hören gekriegt. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass diese Vorstellung oder Konzeption einer Denkschule der Digitalität auch Anregungen für Fragen gibt, provoziert möglicherweise. Und ich möchte jetzt gerne die Diskussion eröffnen, damit wir sozusagen mit dem Gründungsrektor in Diskussion treten können. Ich würde vielleicht sagen Initiator. Ja? Du wolltest was sagen? Ich wollte nur sagen, dass es eben, ich nicht, mich nicht als Rektor oder so sehe, sondern irgendwie als Initiator. Und es natürlich auch ein offenes Projekt ist und für Interessierte, wenn die mitmachen möchten oder irgendwie anders, dann ist es dafür auch da. Danke. Wie wichtig ist es zum Beispiel, jetzt verschiedene Protokolle voneinander unterscheiden zu können? Wäre das ein Ziel? Akustisch oder geht es um was anderes? Ja, also das ist wichtig, ja. Ja, ja. Es geht ja schon darum zu wissen, wie die Geräusche erzeugt werden, durch welche Komponenten, durch welches Protokoll. Ja, durch welche Komponenten ist vielleicht schwierig, weil es sind ja die, also es ist einfach eine Antenne, die das dann aussendet. Die Antenne hat natürlich, gibt es eine Formgebung durch die Frequenz, die Wellenlänge und so weiter. Und dann gibt es verschiedene Antennenformen. Da kann man, das sind wie Mikrofone, das ist ein ganz faszinierendes Gebiet. Aber klar, das ist genau die, aber die Idee, dass man. Da muss man wahrscheinlich Jahrzehnte. Und die Protokolle dahinter, die kann man ja, die sind ja eigentlich sozusagen offen. Es gibt Spezifikationen dazu und. Also ganz genau, wie du das vielleicht machen möchtest, wird es nicht, weil es geht auch um so eine ästhetische Herangehensweise natürlich. Also ich mache hier das Bluetooth an und höre dann sozusagen etwas und korreliere und nehme an, dass das sozusagen was damit zu tun hat mit meinem Anschalten des Bluetooths oder mit der Datenübertragung, die ich dann sehen kann, visualisiert auf dem Bildschirm. Ob es dann direkt was damit zu tun hat oder nicht, ist natürlich schwierig, aber es ist eigentlich mit großer Wahrscheinlichkeit ist es. Aber du bleibst so bei der menschlichen Auflösung oder der menschlichen, die Auflösungsrate, die wir haben mit unserem. Ja, also erstmal im Propedeutikum geht es ja darum, das irgendwie einfach zu hören mal. So. Und da kann man immer noch im Programme oder Software programmieren, die dann das wieder abnehmen, uns die Arbeit abnehmen vom Zuhören und sozusagen dann neue Dinge machen oder so, oder in die Richtung, ja.
Ich muss nochmal nachfragen nach dem Einsatz, der sich damit verbindet. Also wenn man die Materialität hören lernt, was ich ja schon, wenn man so will, mich recht entsinne, Ende der 90er mal im Autoradio hören konnte, also die GSM-Signale. Mhm. Wenn man diese Materialität hören lernt, was ist der Einsatz damit? Okay, wir lernen, es gibt hinter dem Digitalen in irgendeiner Weise etwas immer noch Physisches, das heißt sich auch gesetzmäßig beschreiben, das folgt Regeln, die irgendwo auch aufgeschrieben sind, ob sie nun aufgeschrieben sind oder irgendwo abgelegt sind. Gut, das können wir lernen, das können wir zur Kenntnis nehmen. Was haben wir dann aber, außer dass es diese Ebene gibt, über die digitale Welt gelernt? Also es ist vielleicht jetzt eine sehr basale Frage, aber es liegt natürlich daran, dass ich jetzt nicht aus dem Kontext komme, sondern von der anderen Seite her darüber nachdenke. Das ist nun mal, was ist der Einsatz eigentlich, der hinter dieser Demonstration heute auch liegt? Hm. Also es ist wirklich diese Trivialität eigentlich, und dass man die sozusagen schätzen lernt. So. Also dass man das Autoradio, das kannte man, da hörte man das GSM, aber das GSM stirbt aus. Es gibt das 4D oder 4G Mobilfunk ist so ein breitbandiges Signal, das ist einfach so ein Noise-Band, das hört man nicht mehr gut im Radio. Und es ist einfach ein simples Mittel, um Dinge sozusagen sichtbar zu machen oder hörbar zu machen, was einfach eine Grundgeste ist der Kunst und Gestaltung, und deshalb wird das auch im Propedeutikum sozusagen dieser Schule gelernt, und was dann danach geschieht, das muss ich mir noch überlegen. Genau. Also du kennst sicher, oder es gibt halt diese berühmte Arbeit von Christina Kubisch, Electrical Walks, mhm. die ja nach einem ähnlichen Prinzip ja. funktioniert, nämlich dass man Kopfhörer mit elektrischen Sensoren ausgerüstet hat und dann durch die Stadt geht. Das ist also gewissermaßen bigger scale, aber technisch eigentlich dasselbe dasselbe Funktionalität. Wie wichtig ist dir die Skala, also die Größenordnung? Weil du hast jetzt, also bei Christina ist es so, dass man irgendwie durch den Raum läuft und erlebt, dass es überall elektrische Signale gibt und in so einer Makroscale sich bewegt und irgendwelche Schranken durchläuft und plötzlich ist Alarm und Elektroautomaten und ich weiß nicht was alles. Aber du gehst ja wirklich jetzt, du gehst ja an den Prozessor ran und hast auch irgendwie vom Bluetooth-Signal gesprochen. Das ist ja sehr spezifisch. Und jetzt ist die Frage für mich, in diesem Sliding zwischen einem vielleicht grob ästhetischen Ansatz, es gibt Signale und wir lernen, dass die klingen, auch unter einem sehr spezifischen, ich möchte verstehen, wie Christoph es eben gesagt hat, das ist Bluetooth und das ist Wi-Fi und was macht den Unterschied aus? Wo würdest du dich da verorten und wo würdest du diese Schule langfristig sehen wollen? Oder wer wären die Guest Lectures, die das sozusagen im zweiten Semester noch andere Bereiche dazunehmen? Also ich würde auch von dem ganz Nahen jetzt das nicht sozusagen, das mal stehen lassen, nicht bewegen, davon ausgehen. Und dann kann man natürlich damit kann ich auch in der Stadt rumlaufen. Und dann habe ich verschiedene Infosphären, kann ich sozusagen hörend erfassen. Ich versuche gerade in diesem Forschungsprojekt, das erwähnt wurde, auch Infosphären zu spüren mit Vibratorenmatrizen. Also das kann sich skalieren, aber es ist immer noch eine Einzelperspektive. Es ist wie so ein Punkt von einem Plotter, der halt irgendwie durch die Landschaft geht und Dinge abhört. Und es ist nicht so ein, es erlaubt eigentlich keinen Überblick. Ne? Der Überblick, der kommt vielleicht dann eher vom Visuellen, vom Kartografieren. Das kann man ja kombinieren. Das ist nicht schließlich, das eine schließt nicht das andere aus eigentlich. Ja, meine Frage schließt eigentlich ganz gut an Florian, weil es auch um Skalierung geht, aber eben nicht im Raum, wie du das eben beschildert hast, sondern eigentlich in der Zeit. Also
Eine wesentliche Herausforderung ist ja eigentlich, das hat man ganz schön gemerkt, als du diese alten Signale von alten Computern vorgeführt hast, dass natürlich diese Frequenzen immer höher werden und dass uns einfach diese Hochfrequenz, also die hohen Frequenzen eigentlich überfordern. Ist es eine Option oder wie man könnte jetzt auch diese Signale quasi verlangsamen, um sie wieder wahrnehmbar zu machen. Das würde natürlich diesem Ansatz der Echtzeiterfahrung widersprechen. Wie verhält sich, also welche Rolle spielt diese Zeitlichkeit bei dir? Also es ist natürlich schön, wenn man eben die Dinge direkt so, also nicht direkt medial vermittelt, durch einfache Medientechnologien erfahren kann. Und das ist mir schon wichtig, ja. Natürlich gibt es die Möglichkeit der Verlangsamung, das ist eben gang und gäbe, auch in der Wissenschaft gab es das oft, wie eben Florian auch erforscht hat, mit den Erdbeben. Ist natürlich dann, geht so mehr in die Richtung Visualisierung. Wenn man es speichert und sozusagen Time Axis Manipulation betreibt mit dem Gespeicherten, dann ist es, geht es mehr in Richtung Visualisierung. Also man kann es visuell auch anschauen als Datei, als Ding. Ist da nicht direkt sozusagen, man muss nicht immer weiterhören. Wir brauchen hier Künstler, um Dinge hörbar zu machen. Aber wie geht es mit anderen Lebenswesen? Ist die Schule nur für Menschen gedacht? Oder es gibt ja Tiere, die andere Wahrnehmung haben. Das ist eine schöne Frage. Also im Moment sind nur für Menschen gedacht. Ich finde diesen Aspekt sehr wichtig, weil genau eben durch, also dieses eine, was ich am Schluss versucht habe ein bisschen anzudeuten, ist eben, dass natürlich auch Tiere gibt, die auch elektromagnetische Sachen zum Beispiel spüren können, eben diese Elefanten-Nose-Fishes, die haben so wie so ein kleines Radar und haben so einen ganz starken Muskel, der dann so einen elektromagnetischen Impuls aussendet und die kommen dann wieder zurück und das kann der Fisch über die Haut sozusagen wieder spüren. Es gibt auch Haifische spüren auch elektromagnetische Ausstrahlung und so weiter. Ja. Aber es geht eigentlich darum, sich da wieder dann die Frage zu stellen, wie wäre das, wenn wir das auch können? Oder was hat, oder ist das überhaupt sinnvoll, diese Frage zu stellen? Oder so in die Richtung. Und in diesem Sinne ist dann auch eben sowas wie Schamanismus für mich gerade sehr faszinierend, weil die auch davon ausgehen, durch diese Transformation, dass man neue Sinneserfahrungen machen kann. Und finde ich gerade sehr faszinierend. Danke für die Frage. Ich hab nur einen Kommentar. Ich würde dir widersprechen an der Stelle, dass die Entkopplung von der Echtzeit, also die Aufnahme sofort Visualisierung bedeutet, sondern ich würde eher sagen, dass die Interaktionsfähigkeit verloren geht. Also das Unmittelbare oder das Interagieren sich verschiebt. Also in dem Moment, wo du das File bearbeitest und verlangsamt oder beschleunigt abspielst, mit der Aufnahmesituation, sondern nur noch mit dem Aufgenommenen. Und das ist eine Verschiebung, die würde ich aber nicht unbedingt mit dem Visualisierten bezeichnen. Ja. Und die zweite Anmerkung, die ich noch habe, die ich schon noch wichtig finde, ist die Frage des Ästhetischen an der Stelle. Und ich finde es nicht uninteressant, dass zum Beispiel Kubisch sich dann entschlossen hat, diese Walks vorzuschlagen. Also sie gibt ja nicht nur diese Wahrnehmungsapparate an uns, sondern sie macht einen Vorschlag, wie man durch eine Stadt gehen kann und welche Strecken man ablaufen soll. Das ist dann wieder eine Partitur im klassischen Sinne vielleicht oder im erweitert klassischen Sinne. Und auch da wäre die Frage an dich, wie du mit dem Partiturgedanken oder der Formgebung auf dieser Ebene in deiner Schule umgehen willst. Ja, ist eine gute Frage. Also Partitur, ich,
würde vielleicht spontan antworten, dass eine Partitur auch eben sowas wie ein Algorithmus ist und dadurch vielleicht eine unerwartete Rekursion zustande kommt zwischen Musik und Programmierung. Man kann ja auch eben, es ist ja nicht alles vorgeschrieben in einer Partitur. Und ähnlich ist in einem Programm auch nicht alles vorgeschrieben. Also der Startpunkt eigentlich des Gedankens, dieses Wortspiels, Algorithmus, ist eigentlich sehr verwandt mit diesem, mit dem, was du so jetzt, mit der Partitur, der Musik als Abfolge von Zeitprozessen, ist sehr stark damit verknüpft, ja. Weiß ich nicht, wer war zuerst, der sitzt. Dann beginnen wir vielleicht bei dir. Okay. Ich wollte kurz auf Balint eingehen mit den Tieren und der Frage, was können Tiere wahrnehmen von diesen Wellen und so weiter. Und ich habe mich gefragt, ob auch das Interesse da ist, ich sag mal, diese Art von vielleicht Umweltverschmutzung, die man ja auch von der Perspektive sehen könnte vielleicht. Also wir haben von Neues gesprochen und natürlich diese Wellen können wir erstmal nicht hören, aber was ist, wenn man das kann und wie geht man damit um? Haben wir eine Verantwortung da oder nicht? Oder ja, also ob das auch auf dieser politischen Ebene interessant sein könnte? Oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Also, aber schwierig ist natürlich da irgendwie dann was, eine Reaktion dazu zu gestalten oder zu. Aber die Tatsache, dass das sozusagen die, dass es Umweltverschmutzung ist oder Verschmutzung für diese Tiere oder für, das ist natürlich schon, würde dann eben auch diskutiert werden in solch einer Schule. Natürlich. Und ja, auch der Aspekt, der, es gibt zum Beispiel Leute, die, das heißt dann Elektrosensitivität, die dann das irgendwie scheinbar spüren und eben diese Gratwanderung zwischen psychosomatischen Dingen und echten psychischen Effekten und so weiter, das ist natürlich, muss dann sozusagen adressiert werden. Was dann damit gemacht wird, ist wieder eine andere Frage. Ja. Hallo. Ich habe nur eine ganz technische Frage. Das Wi-Fi-Signal oder sagen wir eine Division, irgendeine mathematische Sache oder so, klingt das auf allen Geräten gleich oder ist das Gerät spezifisch anders, akustisch gesehen? Also es klingt, doch, es klingt auf allen Geräten gleich. Also wenn das Protokoll, Wi-Fi ist ja auch, es gibt 5 GHz Wi-Fi, 2,4, da gibt es verschiedene Kanäle und so, aber grundsätzlich muss es, wenn ich das mit diesem Chip benutze, muss es überall gleich hören, klingen. Okay. Ja. Also wenn ich dann wirklich so durch die Straßen spazieren würde und dann würde ich so hören, ah, das ist Wi-Fi, wieder Wi-Fi, dann, ah, das ist das, ah, das kenne ich noch nicht. Genau. Okay. Das ist die Idee, ja. Okay. Lustig. Und wenn man in den Lift zum Beispiel geht, dann hört man gar nichts mehr. Weil der Lift ein Faraday-Käfig ist, das ist alles Abschirm. So, und, ja. Okay, danke. Also der Mediamarkt ist eigentlich am spannendsten, weil da so ganz viel los ist. Aber spannend wäre jetzt auch zum Beispiel, sich in so ein Smart Home mal da reinzugehen, was ich gerne machen würde. Oder in einer neuen Industrieanlage, wo alles funkgesteuert ist. So, würde ich gerne machen. Ich habe auch noch eine Frage, weil jetzt haben wir vieles quasi über die Potenziale zur Bewältigung gegenwärtiger oder künftiger Herausforderungen gesprochen, deines Konzepts. Aber du bist ja auch
Medienhistoriker. Mhm. Meine Frage wäre, ist eine Frage einer Einschätzung. Denkst du, dass der Erfolg, sag ich mal, oder die Erfolgsgeschichte der Digitalität, wie ist die verbunden mit dem Umstand, dass Digitalität oder digitale Technik nicht hörbar ist? Denn wie wir jetzt erfahren haben, wird da recht viel Lärm produziert. Und wenn ich daran denke, wie weitgehend Digitalität veralltäglicht ist, dann wird es mir etwas Angst und Bange beim Gedanken, dass ich das alles hören müsste. Ja, also da hast du recht. Genau, also die Vermutung würde ich auch teilen, dass genau das natürlich ausgenutzt wurde, dass wir eben diese Radiowellen nicht hören. Natürlich geht es auch um Geschwindigkeit, ja, diese, aber das könnte man auch über den Sound, es gibt Soundmangel, es gibt ja dieses Spielzeug, wie heißt das, Furby, das kommuniziert über Ultraschall, das hört man manchmal, aber es, eben das stört dann so ein bisschen und die elektromagnetischen Wellen, die können wir eigentlich nicht spüren. Und deshalb hängt das stark damit zusammen, klar. Und sie gehen auch weit weg. Ne? Also man kann eben ganz tiefe Frequenzen erzeugen und dann eben auch längere Distanzen damit überwinden. Gut, das haben wir hier und dann. Also mich würde noch interessieren, was mir durch den Kopf gegangen ist vorher, dass es ja auch sehr interessant sein könnte, solchen Klängen wirklich extrem lange zuzuhören. Dass man ganz viele Dinge wahrscheinlich erst durch das... Das ist natürlich relativ logisch, aber das, ich denke mal nicht nur so 5 Minuten, sondern sagen wir mal, dass man so einen solchen Klängen vielleicht mal 1 Stunde, 2 Stunden zuhört, damit man irgendwie ganz andere Dinge darin entdeckt. Also ich könnte mir vorstellen, dass da auch, eben wenn wir gerade von Rhythmen sprechen, dass da auch ganz interessante rhythmische Aspekte noch ans Licht kommen, die man vielleicht erst bemerkt, wenn man etwas wirklich sehr, sehr lange sich anhört und immer wieder anhört. Und mir ist da nur noch durch den Kopf gegangen, weil es gibt ja einen japanischen Künstler, der hierzu auch arbeitet, Merzbau, ich weiß nicht, ob Ihnen ein Begriff ist, der das natürlich als Musiker macht, aber ich glaube, schlussendlich er forscht auch sehr in dieser Richtung, dass er solche Klänge auch hören lernt und ästhetisch erfahrbar macht. Also es hätte mich nur interessiert, ob Sie das auch machen, sozusagen lange zuhören. Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche da eben länger zuzuhören, vielleicht dann die Kopfhörer dann so liegen, damit ich nicht einen Ohrenschaden bekomme. Aber natürlich geht es um, man muss sich da hineinhören in diese Klangwelt, um da auch gewisse Dinge unterscheiden zu können. Oder man schafft eben, wie ich versucht habe, was mir vielleicht nicht so gut gelungen ist, aber verschiedene Momente zu schaffen, wo man das klar unterscheiden kann. Aber das ist wie beim Hören von allem, das gibt dann sozusagen ein körperliches Wissen, ein Hörwissen, vielleicht ein implizites Wissen dieser verschiedenen Klänge und damit die einem erlaubt, das zu unterscheiden. So, ja. Natürlich. Und das Interessante ist ja, dass eben das Klang etwas ist, was eben schwer zu beschreiben ist. Es ist etwas nicht Diskursives. Ne? Das ist natürlich eine alte Theorie, aber ist irgendwie immer noch spannend, finde ich. Es hat mich getriggert, dass wir über Partitur und ein bisschen Schamanismus und Sci-Fi und Future gesprochen haben. Und ich habe vor, ich glaube, 15 Jahren einen Film gesehen über Čechomot, das ist eine tschechische Band. Mhm. Und sie haben diesen Sci-Fi-magischen Film gemacht, wo einer von den Charakteren könnte die
er hat aufgehört zu sprechen und er konnte einfach den Klang der Menschen hören. Also er ist immer so nah gekommen an Menschen, er hat einfach gehört, wie sie klangen, aber nicht was ihre normale Geräusche, sondern wirklich Musik. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob das wirklich möglich wäre in der Zukunft oder nicht. Kannst du dir vorstellen? Würde ich jetzt nicht beantworten, aber ich finde es schön, dass eben solche Gedanken dann eben entstehen durch diese trockenen Klangexperiment. Ich habe mir auch was Ähnliches überlegt. Ist es Fakt, dass Menschen kein elektromagnetische Felder spüren können? Oder ist es... ja, also... Ja, das Ding ist ja, dass die Nervenzellen, die sind ja bioelektrisch. Also irgendwie gibt es eine Verbindung. Die Frage ist, ob die schnell genug sind, um diese schnellen Signale zu empfangen oder nicht. So. Und dann gibt es vielleicht Leute, die das spüren irgendwie. Das kann man ja nicht ausschließen. Man muss die Leute befragen und dann Studien machen und so. Und ich habe ein bisschen geschaut wegen dieser Elektrosensitivität und das ist, glaube ich, nicht was physiologisches, sondern stark psychisch, kognitives. Ich kenne mich nicht so genau aus in diesem Bereich, aber nicht was materiell sozusagen direkt messbar ist. So. Jetzt haben wir noch eine Frage in der Hinterseite. Also darum ein bisschen weiter und dann vielleicht die Frage, also das Gehirn zum Beispiel, EEG ist ja auch, wenn man, dann bringt man hier Antennen an und versucht die Hirnwellen sozusagen, das Radio der Hirne zu empfangen. So, ne? Also da gibt es natürlich schon Verbindungen. Ja. Genau, jetzt haben wir eine Frage in der hintersten Reihe, jetzt wollte ich aber noch kurz einen Physiker fragen, ob du noch was sagen willst, Herr Alt, weil du. Ich glaube, das ist schon, Sie haben es schon gesagt. Natürlich haben elektromagnetische Felder Wirkungen auf viele Prozesse im Körper, im menschlichen Körper. Aber die Frage ist, ob das dann bewusstseinsrelevant wird. Also Sie haben das mit anderen Worten schon gesagt. Eigentlich. Also ein Sensorium ist da, nur kann es dazu verwendet werden, um tatsächlich etwas bis ins Bewusstsein zu bringen, sodass man sagen kann, ich spüre das. Ja, das ist eine andere Frage. Mich würde es interessieren, zu wissen, was dein langfristiges Ziel ist mit dieser Schule der Digitalität. Was ist deine Vision? Was möchtest du erreichen? Also es ist erstmal ein Entwurf sozusagen, einfach die Digitalität zu verstehen. Und es wird immer wieder nach Curricula oder nach Workshops oder nach Lehrmethoden gefragt, wie man jetzt im Zeitalter des digitalen Wandels, wie man die Digitalisierung erfassen kann, verstehen. Und im Zuge dessen ist das einfach sozusagen mein Vorschlag. Und das kann man jetzt koppeln an andere Vorschläge und dann kann man mal schauen, was passiert. Also ich versuche das auch in meine Lehrveranstaltungen ab und zu einzubringen, aber manchmal interessiert mich gerade was anderes, aber es ist, glaube ich, schon wichtig, das zu verstehen, auch ästhetisch zu erfahren.
Ich würde das jetzt natürlich wahnsinnig gerne als ein Schlussstatement schon verstehen, Digitalität verstehen, Digitalität ästhetisch erfahren. Ich denke, das ist auch etwas, was uns am Kollegium Refetikum beschäftigt, eben diese Thematik der Digitalität oder der digitalen Gesellschaft eben aus ganz unterschiedlichen, auch sinnlichen, auch ästhetischen Perspektiven wahrzunehmen und zu reflektieren. Ich wollte jetzt aber nicht einfach quasi die Schlussfrage aufdrücken, sondern trotzdem nochmal ins Publikum fragen, ob es noch Fragen und Klärungsbedarf gibt. Gut, dann würde ich ansonsten erstmal ganz herzlich dir nochmals danken für deinen Vortrag. Ich denke, wir haben heute viel verstanden darüber, was auch hinter den Gehäusen und Oberflächen der Geräte vor sich geht. Vielen herzlichen Dank. Und wenn wir darüber sprechen, dass wir Digitalität verstehen wollen, auch in ihrer gesellschaftlichen Dimension, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, und zwar für eine nächste Veranstaltung, genau genommen für eine ganze Veranstaltungsreihe, die wir am Kollegium Helvetikum im Rahmen unseres 20-jährigen Jubiläums durchführen, und zwar in der letzten Novemberwoche. Gibt es eine Themenwoche, die sich beschäftigt mit dem Thema Privacy unter dem Titel Reflecting Privacy, findet eine Vielzahl von Veranstaltungen, Workshops, öffentliche Vorlesungen, ein Screening, Diskussionsrunden statt, zu der Sie alle ganz herzlich eingeladen sind. Sie finden weitere Informationen auf unserer Website. Wir werden auch an der ZHDK wieder zu Gast sein, ich glaube am Mittwoch, 23. November, mit einer Podiumsdiskussion zum Thema Good Hack, Bad Hack, unter anderem mit der Künstlergruppe, Mediengruppe Bitnik, mit einem Verantwortlichen des Schweizerischen Bundesnachrichtendienstes, mit einem professionellen Hacker und mit einem Historiker, der einiges über die Hacker-Subkulturen erzählen und diskutieren kann. Sie sind alle ganz herzlich eingeladen. Schönen Abend. Danke. Okay.